Hallo und herzlich willkommen zu Outlast 2. Ich bin der Volterani und wir hatten ja schon zu Halloween die Demo von Outlast 2 angespielt und konnten es ja kaum erwarten, bis Outlast 2 dann endlich komplett richtig erscheinen würde. Haben die ganze Zeit gewartet, die ganze lange Zeit, und jetzt ist es schon soweit. Und ja, wir wollen auch gar nicht lange um den heißen Brei herumreden, sondern direkt starten. Und da haben wir schon die erste große Frage. Ich würde sagen normal, oder? Oder schwierig? Nein, wir gehen auf normal. Auch wenn das irgendwie das so Kindergarten-Schwierigkeit sein wird. Könnte, zumindest wenn man das hier so sieht. Aber wir machen normal. Wir wollen nicht übertreiben. So, Outlast 2 enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Viel Spaß. Das gleiche hatten die auch zu Outlast 1 gesagt, wenn ich mich recht erinnere. Lynn Langermann ist eine Enthüllungsjournalistin, die den geheimnisvollen Mord einer schwangeren Frau im ländlichen Arizona untersucht. Du bist Blake, Langermann, wie heißt das denn jetzt? Egal, du bist Blake, ihr Ehemann, Assistent und Kameramann. Nimm alles auf, ihr seid keine Kämpfer. Solltet ihr den Schrecken in dieser entlegenen Gegend begegnen, rennt weg, versteckt euch oder sterbt. Ich glaube, dann sterben wir. Und jedes Wort des Propheten, so schnell bin ich auch nicht. Please, Blake. Hallo und damit nochmal herzlich willkommen im Outlast 2 richtigen Spiel.
Das war gerade so nochmal die Einführung von der Demo mit dem Intro. Aber wir starten nicht da in der Demo, wo wir gestartet haben. Das ist ein bisschen, das ist natürlich gut, weil dann kommt nämlich später ein Teil, wo wir ganz easy durchkommen. Kann ich nichts machen? Ich gehe erstmal zurück. Ja gut, jetzt hör mal auf, hier so, jetzt aber mal ernsthaft hier. Kann der nicht laufen? Nee, kann irgendwie gar nichts. Oh, Alter, ey. Ich sage, das kann was werden mit mir hier. Jessica. Diese Jessica schon wieder aus der Demo, wo wir immer noch nicht wissen, wer das ist. Das ist bestimmt diese vermisste Frau. First Place. Wunderbar. So, ich muss mal ein bisschen mehr Abstand hier gewinnen, dann erschrecke ich mich vielleicht weniger. Der kann sich ja auch nicht hier so drüber lehnen, das ist ja blöd. Oh, da läuft jemand. Jesus, hilf mir! 6:10 Uhr. Vielleicht wird was Schreckliches passieren. Ich habe es irgendwie im Gefühl. Aber ich bin ja auch paranoid und noch vorgeschädigt von der Demo. Guck mal, kann lesen, was hier drauf steht. Nicht allein. Drücke Maustaste wiederholt. Finde Lynn. Aufnahme ansehen. Das ist ja cool. Ah. Aber kenne ich doch schon, oder? Kann ich mir das jetzt auch angucken? Ah. Ach, wie geil ist das denn? Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ach da, Escape. Man sollte auch lesen. Das ist ja cool. Okay. Aber das haben wir ja schon gesehen. Soll ich denn jetzt hier runterkommen? Ach da. Wir nehmen natürlich auch alles auf hier. Nehmen wir jetzt überhaupt auf oder erst? Muss man da irgendwas für starten? Ich glaube nicht, ne? Aber noch ist er im Standby, der nimmt noch irgendwie gar nichts auf. Über einen Abgrund zu springen. Okay. Können wir ja auch so drüber springen? Hui! Drücke links Krittel, um dich von einer Kante fallen zu lassen. Wichtige Ereignisse sollten aufgenommen werden. Drücke, um die Kamera zu aktivieren. Jetzt nehmen wir auf. Heißt das, du zielst auf das Ereignis, das aufgenommen wird. Du musst über längere Zeit auf das Ereignis zielen und damit den roten Kreis füllen, um den Moment vollständig aufzunehmen. Was für einen roten Kreis? Ach, den, okay. Schau dir Videos an, um mehr über Ereignisse und Ziele zu erfahren. So eine kleine Einführung hier, da können wir jetzt mal durchgucken. Das Wrack.
Gucken wir uns mal an. She wasn't there. Lynn's body wasn't in the wreckage. She could still be alive. Das ist ja cool. Ist das so ein Ersatz zu den von den Notizen aus Teil 1? Da musste man ja immer alles lesen. Aber da wir Legastheniker sind, können wir nicht lesen. Oh shit. Jesus. Is no, there's no bodies. She's not in here. Lynn! Lynn! Lynn, wo bist du? Ich gehe einfach mal hier so her, ne? Können wir auch rennen? Ja, können wir. Oh, oh fuck me! Fuck, 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 fuck! Alter! That did not happen in the crash! Fuck this! Hauptsache, ich hab das gar nicht gemerkt. So kann sie auch nichts sehen. Alter, was ist denn hier los? Das muss ich aufnehmen. Ist das der Pilot? Nimm mal schneller auf. Wir wollen gucken. Was ist das hier? Pilot. I don't even remember his name. What the fuck kind of people would skin somebody alive? Jesus Christ, Lynn. Krass, ey, wo ist Lynn? Die müssen wir suchen. Also müssen wir sowieso, aber die müssen wir finden. Bäh. Bäh. Oh nein, ist alles dunkel. Batterie geht leer, Batterie geht leer. Drücke Alt links, um nach hinten zu schauen. Will ich das? Nachladen? Ich kann nachladen? Geil. Ich dachte, ich habe keine Batterie mehr. Habe ich unendlich Batterie oder nur jetzt am Intro wahrscheinlich? Lynn, ey, wie weit kann Lynn denn weg? Schon weg sein? Okay. Down. Oh, thank God. I thought we were miles from anything. Ja, thank God, dass die Town aus der Demo. Das ist gut, weil wir jetzt ganz easy durchkommen, weil wir alle schon kennen. Aber schlecht, weil die Scheiße dann noch kommt. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Okay. Was gibt's hier? There's not supposed to be anything for miles. But I wasn't alone out here. Fuck, I wasn't alone out here. Uiuiui. Ui, ui. Ja gut, dann. Boah, ist echt. Also von Björn hier ist es ganz schön laut auf dem Kopfhörer. Das muss ich hier in der nächsten, vor der nächsten Aufnahme unbedingt mal ein bisschen anpassen, aber ich kann es sowieso wieder vergessen. Ich weiß es genau. Aber egal. Boah! Krass. Hello? I'm lost. And hurt. Kennen wir ja schon. Dann kommen wir ja jetzt hier eigentlich relativ entspannt. Entspannt relativ, wirklich relativ entspannt durch. Habe ich jetzt echt unendlich Batterien? Habe ich unendlich Batterien, weil ich auf normal gespielt habe? Das wäre ein bisschen doof. Is anybody there? Please. Der Typ wieder, hey. Ja. Hey man. Oh shit. Nee, ist. Oh shit, you're. Gib wohl doch noch. Warte, drücke Tab. Wie viele Batterien habe ich denn? Schau in deiner linken Tasche nach. Ach da. Eine?
Ja, kommt hier. Verband? Ach, das ist ja geil. Hm. Okay. Ja, der Typ wieder hier, ey. Hm, lecker. Um das Dokument zu lesen, schaue ich mit Sim um. Ach, guck mal, geht sogar ohne Batterie. Meine liebe, süße Ellie. Geht doch nicht. Ich kann nicht ertragen, was ich tat. Noch will ich von unseren Kleinen getrennt sein. Ich hoffe, du vergibst, dass ich dich verlasse, wie auch Gott mir diese letzte Sünde vergebe. Ich weiß, dass sie dargebracht werden mussten, aber ich bin im Inneren zerrissen und kann nicht mehr leben. Ich hoffe, das Ende kommt bald und bringt uns zusammen. Außer Gott verbrennt mich auf ewig für diese Sünde. Ich hoffe, dass du bis zu jenem Trost in den Armen Papa... Wie heißt er? Knot? Not? Locus? Findest. Ist das ein H? Weiß ich nicht. Dann bestimmt Not. Papa Not. Findest. Für immer dein Tom. Ich sag ja, Legastheniker hier am Werk heute. Hinlegen. Jesus schon wieder, guck mal. Den kennen wir. Den kennen wir schon. Das ist einerseits echt gut, dann kommt man hier wieder ins Spiel rein. Da ist der Typ. Ja, wir sparen mal hier die Batterie. Ah ja, das geht auch noch. Wunderbar. Du bist immer noch da. Hier geht's nicht rein. Hier war, glaube ich, nix. Hallo, Frames. Hier ist die Box. Gehen wir jetzt aber nicht rein. Der war letztes Mal, glaube ich, nicht da, oder? Ich dachte, hier wohnen ein paar kranke Bastarde, ey. Wir wollen damit nichts zu tun haben. Verbände haben wir gesehen. Hatten wir noch zwei. Das lesen wir uns gleich mal durch. War hier noch eine Batterie? Verstecken können wir uns unterm Bett. Wunderbar. Hui. Lieber Vater, der Herr segnet mich weiterhin mit Visionen. Können wir zoomen? Ja, können wir. Sehr gut. Und ich bin mir sicher, dass der Feind jeden Tag näher kommt. Ich schrubbte den Boden in Daniels Zimmer, als der heilige Engelschor in mir aufstieg und mir wahre Sicht verlieh. Ich sah ein Geschöpf gleich der brennenden Sonne, doch mit Reihen und Reihen von Zähnen. Von ihm hinab hingen Glieder, die ich erst für Arme hielt, doch die Gemächte waren die standen bereit zur Zeugung. Und als dieses Sonnenmonster sank, fickte es die Erde und im Feuer gebar einen großen, buckligen Schrecken. Ich war erfüllt von derselben Furcht, so groß, ich konnte weder atmen noch mich bewegen. Und ich sah mich selbst, wie ich vor Jahren Daniel mit Lauge blendete und versuchte zu weinen, doch ich konnte nicht. Doch als ich erwachte, fand ich mich feucht, lüstern, sehnte mich nach einem Mann in mir und das Gefühl war nicht anders als die Furcht. Ich versuchte, mich durch eigene Lehre zu trösten. Angst ist gleich Freude in den Wegen des Herrn. Doch ich würde mich wohler fühlen, hätte ich dich in mir und ein Gebet im Herzen, auf das der Antichrist in mir erschlagen werde. Das treueste deiner Schafe in heiliger Sehnsucht, Lisa. So ein bisschen... Und das ist hier der...
Ein bisschen Shades of Grey hier, oder was? 50 Shades of Grey? Die sind alle hier ein bisschen bekloppt anscheinend. Das haben wir aber schon gemerkt. Was, bewege dich rückwärts? Um die Tür langsam zu öffnen. Ach so, die Tür geht ja auch so rum auf. Halte zum Spähen Q oder E gedrückt. Hallo? Hallo? Ja, okay. Hier geht's weiter. Wir gehen diesmal nicht wieder in die falsche Richtung. Wir laden jetzt noch nicht nach. Hallo? Ein Kreuz, wunderprächtig. Ah, guck mal. That's fucked up. Das ist really fucked up. Tragedy wall, topped with barbed wire. I could feel tension in my skin. Somebody watching me. Ich glaube, wir werden hier rund um die Uhr gewatcht. Toll, müssen wir jetzt echt nachladen? Ja, jetzt kommen die Vögel, Achtung! Ich erschrecke mich natürlich trotzdem. Ich bin... Hey, hallo? Ah. Hauptsache, ich verrate das auch noch, ey. Egal, komm, ich werde nicht so gemein sein. Das kennen wir ja noch. Einige Türen haben Türriegel, mit denen du Türen auf- und zusperren kannst. Warum sagen die uns das? Müssen wir das machen? Ich glaube, die Tür ist zu. Blockiert. Ja, dann... Geht's noch lauter? Ja, wunderbar. Sollen wir mal das testen unterm Bett? Wie denn? Indem du unter einem Bett kriechst. Wie denn? Mit der Maustaste, oder? Aber wie denn? Wie kriege ich denn unter einem Bett? Ich check's gerade nicht. Hä? Egal, wir werden es noch herausfinden oder wir werden sterben. Aufsperren und öffnen. Ach, das ist ein Türriegel. Halte Krittel gedrückt, um in die Hocke zu gehen. Mach mal Licht an. Und gehen hier durch. Durch diesen Friedhof. Alter, diese neuen Kopfhörer, ey, das klingt alles noch schlimmer als letztes Mal. Santana. Carlos Santana ist wieder da. Wir das aufnehmen? Nehmen. Klage der Hebamme. Das Kind ist kommend. Bereit, das Messer macht. Das Kind ist kommend. Hebamme der Nacht. Ich kann keine Gedichte lesen. Mutter, die den Feind gebart. Gottes Welt durch Sünd bewahrt. Refrain, Halleluja. Halt die Flut. Das Warten endlich sich gelohnt. Des Morgens wird des Feindes Blut vergossen hier. Wir seien verschont. Das Kind, es wächst, ihr Leib schwillt an. Das Kind, es wächst, der Höll gesandt. Ezekiel ruft und schärft die Klinge. Kniet, betet, frohe Dinge. Und dann wieder Halleluja. 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 Oh, wir wollen aufnehmen. Alles aufnehmen. Wir nehmen alles auf. What in?
Wie, das nimmt er nicht auf? God. Die verbrannten Körper. Die sind immer noch da. Das Schaukelpferd. Wir laden noch nicht nach. Erst wenn es absolut nötig ist. Es ist anders als in der Demo. Wo ist der Brunnen? Es ist anders. Ich bin aufgeschmissen. Ach, kriechen ist zäh. Guck mal, jetzt weiß ich, ob ich unter das Bett komme. Verdammt, es ist anders als in der Demo. Jetzt bin ich völlig am Arsch. Speichert. Oh oh. Oh oh. Weißt du, was wir machen? Wir werden weitermachen in der nächsten Folge, ihr Lieben. Bis dahin. Oh, warte. Ein ekliger Typ hat eklige Sachen gesagt. Wir melden uns wieder in der nächsten Folge. Bis gleich.